Ich hoffe, ich schaff's rechtzeitig hoch. Willkommen zurück zu Let's Play Bowser's Fury. Ein letztes Mal auch. Fury Bowser spawnt gerade. Noch im letzten Part halt. Ja. Heute Finale. Noch 9 Shines. Die werden wir alle sammeln. So viel steht fest. Das ist nicht gut. Ich muss halt jetzt nur die Glücksinsel erreichen. Ich dachte mir, ich nehme euch mal bei dieser Hektik einfach kurz mit. Ist ja spannend, ob ich hier nämlich auf dieser Insel nochmal sterbe. Oder nicht. Alles sieht stark danach aus. Wo ist denn diese verdammte Insel aber auch? Ist doch Scam. Nimm die Katze bitte. Ja, das ist doch nix. Im Übrigen... Damit ich nicht nachher dumm rumrenne und die Katze wieder suche, werde ich dann mal... Wo bin ich denn überhaupt? Achso. Da. Na super. Hier irgendwo hat uns ja noch eine Katze gefehlt. Ich meine, das war hier unten, ne? Kraxel... War das das? Ja, genau, hier. Bei der Kraxel Arena. Wie kann ich mich hier hin teleportieren? Geht das nicht? So, weil ich in der Luft wahrscheinlich bin. Ja. Wart mal. Und es ist so dumm, wie ich es nur sein kann. Die letzte verbleibende Katze ist hier oben. Ich habe hier ja alles abgesucht, außer hier oben. Es ist wirklich... typisch. Und die gilt es halt jetzt nur noch hierher zu bringen. Und dann habe ich noch eine Überraschung für euch. Die euch vielleicht freut, vielleicht auch nicht. Mich auf jeden Fall nicht. Ach, ich hasse es. So, wechseln wir mal kurz auf den Kanopie. Kann ich die werfen? Ja, ne? Ja. Damit ich halt sprinten kann. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du kommst her. Alter! Junge, bist du dumm? Komm her. Okay. Weh, du machst sowas nochmal. Aber damit holen wir jetzt uns immer noch nicht die erste Schein. Jetzt gönnen. Ich weiß auch nicht, wie lange der Part heute wird. Akzeptiert es einfach. Okay, wir machen das Spiel heute fertig. Ich hab Bock. Bock wie nie zuvor sogar. Hier. Hast du endlich diese verdammte letzte Katze. Verlorene Kätzchen bei den Ruinen. Ansonsten würde es mich mal interessieren, ob es eine Übersicht gibt. Wo ich die Scheins sehen kann. Das wäre mal gut zu wissen. Hier ist auch noch was für die Glücksinsel bei der Boing Boing Insel. Genauso wie hier am Start. Dann gehe ich mal kurz... Was heißt hier am Start? Das ist diese Scheiße hier. Aber dann müsste hier doch scheinbar auch irgendwo laut... Ach du Scheiße. Ja okay, dann lass kurz das machen. Es war zwar nie einfach, aber machen wir. Eigentlich würde ich sagen, hier muss ja auch noch irgendwo was anderes sein. Was? Ich setze mal kurz eine Katze ein. Auch wenn ich sie scheinbar gar nicht brauche. Okay, finde ich gut. War's das? Ne, nochmal. Aber gut. Nein, bitte nicht. Bitte nicht! Alter, ich hatte kurz echt Panik, dass ich es nicht schaffe. Weil das hätte ich nicht verdient. So schlecht war ich nicht. Plessy-Medaillen-Meisterschaft. Schön gemacht, meine Gute. Oder mein Guter? Ich weiß nicht, was Plessy ist. Ist ja auch am Ende egal. Mich interessiert es nicht wirklich. Plessy ist cool und bleibt cool, okay? Hier ist ja auch noch irgendwas. Wieso kann ich mich denn nirgendwo hin teleportieren? Das geht mir übel auf die Nerven. So, ich zeige euch jetzt mal im Übrigen die Überraschung, auf die ihr alle gewartet habt. Guckt mal da vorne. Ein Kätzchen. Wieder so eine. Ich will die echt nicht suchen. 5? Alter, jetzt habt ihr gesoffen. Wo soll ich denn 5 Katzen herkriegen? Ist doch bestimmt wieder eine hier am Anfang, oder?
Sagt mir, dass es bitte so ist. Ja. Dann können wir die schon mal hinbringen. Wir müssen ja eh alle 5 sammeln. Und ansonsten noch die scheiß Glücksinsel, die ich überhaupt nicht mag. Sehr gut. Wie hoch ist Fury Bowser? Relativ, ne? Ich geh mal lieber hin. Okay. Wo erscheint die Insel? Das ist jetzt wichtig zu sehen. Wo? Ich sehe sie nicht. Die wurde mir nicht so hoch angezeigt beim letzten Mal. Also gerade eben quasi. Da. Okay, noch zweimal. Das kriegen wir hin. Drittes Katzeninsigne. Aber warum habe ich jetzt die Mitte eingesammelt? Es wäre viel cooler gewesen, hätten wir die zuletzt gesammelt. Naja, spielt am Ende auch keine Rolle, ne? Ebenfalls gilt es ja auch noch, die Toads zu finden. Die dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Deswegen schwimmen wir jetzt erstmal hier irgendwie dahinter, insofern das möglich ist. Da hinten ist nämlich auch noch irgendwas. Alter, ich weiß nicht, wie das gewollt ist. Real Talk. Aber irgendwie muss es ja funktionieren. Ja, sorry, ich weiß es halt nicht. Ja, mir wird das aber hier angezeigt. Das Spiel muss sich das ja auch irgendwie gedacht haben, wie ich dahinter kommen soll. Aber wie genau die sich das gedacht haben, keine Ahnung. Kümmern wir uns wann anders. Also nachher irgendwann. Weil logischerweise die Scheine brauchen wir. Och, ist das nervig, ohne Witz. Geh hoch. Ich wollte schon sagen, ich glaube dem Spiel das nicht, dass hier keine Katze ist. Weil irgendwo muss sie ja sein. Vor allem, wenn es 5 Stück sind. Der Tod ist halt jetzt, finde ich, richtig nervig. Irgendwie nervt er mich gerade, der Tod. Vor allem, weil es halt übel unfair ist. Ich meine, woher soll ich denn wissen, wie ich dahinter komme? Muss ich irgendeine bestimmte Schein sammeln, damit ich da rankomme, oder? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall Nummer 2 ist da. Hier auf der Boing Boing Insel ist auch gleich wieder die Glücksinsel. Deswegen bin ich jetzt hier schon mal hergegangen. Würde ich nur mal so erwähnt haben. Nervig sind die Kugelwillis aber allemal. So, jetzt ist halt immer nur die Frage, wo spawnt diese verkackte Insel? Das finde ich halt immer ziemlich nervig rauszufinden. Aber ich schätze mal einfach aus logischen Gründen hier hinten. Ach komm, das war so fucking gemacht, wirklich. Wo ist die Insel? Ist doch schon so hell. Eigentlich müsste ich sie doch sehen, oder nicht? Wo? Da unten. Natürlich da unten. Was mache ich mir überhaupt die Mühe und gehe mal an den höchsten Punkt? Also Real Talk. Ich verstehe es nicht. Und jetzt einfach nur ein Waldsprung. Haben wir die nächste davon. Viertes Katzeninsigne. Vielleicht geht ja auch der ganze Morast weg, wenn ich davon alle habe. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es nervig. Hier im Röhrenturm ist eine Katze. Eigentlich wollte ich aus einem anderen Grund hierher, aber egal. Auf jeden Fall nett. Aber wie kriege ich die schon wieder da hoch? Es gibt doch nur den Weg. Wo ist sie? Ach, da. Muss ich sie reinschmeißen oder wie? Ach so. Natürlich. Ach, ist das eklig. Also sorry, was soll denn sowas? Nun, die Katze, dann rennt sie wenigstens nicht weg. Das nervt mich nämlich. Mach das langsam, okay? Ich sagte langsam, Mario. Oh, wenigstens die dritte Katze.
Ich habe so Angst, dass irgendwo bei diesem hässlichen Berg Feuerfauch eine ist. Ich habe keine Lust, sie da runterzubringen. Aber es wird so sein, da bin ich mir sowas von sicher. Wenn dort keine ist, dann weiß ich auch nicht. Also sorry. Ich meine, es fehlen immer noch zwei. Das ist so viel. Ich weiß gar nicht, wo die sein sollen. So, Fury Bowser nähert sich wieder. Und hier müsste ja die Glücksinsel auch irgendwo spawnen. Wenn ich die Karte richtig interpretiere. Da hinten? Was? Dann habe ich die Karte halt nicht richtig interpretiert. Was aber Scam ist, ist, dass Plessy schon wieder so fucking weit weg ist. Spawn doch mal näher bei mir, also sorry. Warum denn so weit weg? Gibt es dafür irgendeinen gescheiten Grund? Oh nein! Oh Alter, das war so fucking knapp, aber geschafft. Was passiert denn jetzt? Die Glücksinsel ist abgehakt. Er verpisst sich erstmal wieder und... Ja, also passieren tut eigentlich gar nichts. Wenn ich das mal so sagen darf. Alles, was ich mir erhofft habe, stimmt nicht. Also, schade. Ich weiß halt nicht, wie ich dann an die Katze da rankommen soll. Nicht Katze, an den komischen... Was? An die Schein halt. Ihr wisst schon, was ich meine. War der Weg schon immer so? Ich könnte mich, um ehrlich zu sein, nicht so echt dran erinnern, dass das so war. Hier war ich noch nie, oder? Ich weiß es nicht mehr. Kann sein, aber muss nicht. So eine Katze. Könnte halt wirklich hier sein. Nee, das brauche ich nicht. Aber wo ist halt die Frage, ne? Da unten sind Katzen. Vielleicht ist da unten eine dabei. Werden wir dann sehen. Ansonsten hier auf jeden Fall nicht. Schön, mal eine neue Katze zu bekommen. Aber ja. Was soll ich machen? Ich warte jetzt, bis Fury Bowser weg ist. Ich habe keinen Bock mehr, der geht irgendwie gerade nicht weg. Hier unten ist im Übrigen augenscheinlich nur ein Toad. Also wenn ich jetzt verrecke, ich kotze. Kann ich nicht anders sagen. Dann nehme ich lieber die Schein von dem Toad. Toad-Trop, feurige Flucht. Verschwinde. Aber nee, so eine Katze ist hier scheinbar dann doch nicht. Ja, aber wo denn dann? Ich weiß es doch auch nicht. Hä? War hier nicht noch irgendwo... Ja, hier. Hier habe ich im Übrigen nachgedacht, vielleicht ist hier irgendwas, wenn Fury Bowser erscheint. Also irgendwie eine Art... Rampe. Aber ich glaube, ich gucke die Katzen nach, weil die machen mir gar keinen Spaß. Ich werde hier halt 50.000 Mal immer getroffen, wenn ich hier lang laufe. Das geht mir halt mega auf die Nerven. An sich dürfte jetzt nur noch ein Toad fehlen. Und... Ja, die Katzen. Die andere Schein, wissen wir ja, wo die ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie halt keine Katze ist. Ist halt eklig, wenn sie die versteckt haben. Hier war ja mal eine Münze. Aber, nee, die Katze ist auch nicht hier hinter. Das ist halt so das Letzte, was ich mir noch hätte vorstellen können. Aber wenn sie hier nicht ist, dann weiß ich es halt leider auch nicht, wo sie sein könnte. Und deswegen muss ich wohl... diese Mission erstmal aufgeben und dann nachsehen, wo die Katzen sein sollen, weil ich weiß es nicht. Oder ist sie wieder auf dem Torbogen? Was ist das? Eine Möwe. Ja, schade auf jeden Fall. Da bin ich froh, dass ich nicht aufgegeben habe zu suchen. Ich habe diese Arena fast hier vergessen. Hier ist sie. Sehr fair, dass sie sie hier hingepackt haben und nirgendwo anders. Das habe ich zwar komplett den Berg umsonst erkundet, aber okay.
Wie gesagt, lieber hier, als wenn sie irgendwo unfair platziert wäre. Damit kann ich leben, wenn die da ist. Findet man ja auch. Warum waren da jetzt übelst die Lags? Sorry. Es waren ja fünf, ne? Mann, ich weiß nicht, wo ich jetzt schon überall Katzen gefunden habe. Das ist gerade mein Problem. Da hinten hatte ich welche. Aber kann da auch noch eine zweite sein? Man weiß es halt nicht. Warte mal, mir fehlen doch noch drei Scheins. Das heißt, ich muss noch irgendwo in den Toad suchen, oder? So, jetzt interessiert es mich. Ist hier eine Plattform? Ja, hier kommt eine Plattform, okay. Das war jetzt wichtig zu wissen, weil sonst gäbe es halt wirklich keine richtige Möglichkeit, hier hinterzukommen. Ja, ohne zu sterben. Beziehungsweise ohne Damage zu boosten. Leuchten auf einer versteckten Insel. Sehr, sehr cool. Ja, aber die Katze gucke ich jetzt nach. Ich hoffe, dass ihr das nicht so schlimm findet, weil ich will jetzt nicht Stunden suchen wie beim letzten Mal. Ich war mir eigentlich nahezu 100% sicher, dass ich hier mich komplett umgesehen habe. Aber sie soll hier sein. Ja. Ich bin hier halt extra mit Plessy vorhin nochmal vorbei. Weil ich mir halt gedacht habe, hier könnte sie sein, aber ich habe sie scheinbar einfach komplett übersehen. Also ist wirklich nett versteckt. Kann man gut finden. Auch die letzte von der anderen Glocke damals noch hätte ich finden können. Da war ich auch einfach lost. Aber cool. An sich sind die Katzenmissionen ganz nett. Nur ein bisschen nervig. Verlorene Kätzchen im Ödland. Damit noch eine einzige Katzenschein. Wo die ist, ich habe absolut keine Ahnung. Hallo? Wo ist die denn? Habe ich irgendeine Map nicht vollständig? Ach so, kann ich das sehen? Sehr gut. Ich gucke mich mal kurz um. Ja, es fehlt noch ein Toad. Habe ich mir schon gedacht, dass der Toad das ist, der fehlt. Ich wollte schon sagen, wir haben doch niemals alle Toads. Irgendwo hier befindet sich der Gute. Ich habe jetzt die Map ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil ich irgendwie zu lost war, um mal hier nachzusehen. Quasi am Rande der Map. Aber okay, den finden wir. Ich habe nicht das da unten im Kopf, weil da waren wir noch nie. Ich dachte mir, da werde ich jetzt nachsehen. Real Talk, aber er hätte auch nirgendwo anders sein können. Damit ein letztes Mal ein Katzeninsignie. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle Katzeninsignien gesammelt. Es ertönt eine Nachricht von der Gigaglocke. Du bist bereit, nun geh und setz die geballte Macht der Katzeninsignien ein, um das Monster von seiner Wut zu befreien. Damit let's go. Secret Final Boss Time. Plessy? Nicht da. Warum auch immer. Da war sie da gerade. Ach komm, aber warum ist ein Plessy jetzt nicht da? Das ist doch scheiße. Okay, danke. Ich meine, was will ich denn im Wasser? Okay, dann let's go. Fury Bowser wird jetzt nun ein letztes Mal ordentlich eine auf die Schnauze kriegen. Ja, okay. Die Ladezeit mal wieder. Schauen wir uns noch ein letztes Mal diese Animation hier an. Hä? Wieso hat er jetzt wieder volle Leben? Das ist übel der Betrug. Hä, warte. Fury Bowser sieht aber anders aus, oder? Der hatte doch davor keine weißen Haare. Okay, ich weiß nicht, was sie jetzt hier vorhaben. Ich weiß halt überhaupt nicht mehr, wie der Kampf hier abläuft. Bei dem richtigen wusste ich es ja noch ein bisschen wenigstens, um ehrlich zu sein. Aber jetzt weiß ich es halt wirklich gar nicht. Ich schätze mal, dass der schon relativ schwierig wird, oder? Also angreifen lässt er sich bislang überhaupt nicht. Aber okay, wir haben den ersten Hit. Sehr gut.
würde auch gerne versuchen, ihn jetzt zu kratzen. Ich weiß halt nicht, ob das was bringt. Nee, ich glaube nicht. Das Kratzen können wir uns sparen. Das bringt gar nichts. Wir müssen uns schon warten, bis er sich jedes Mal umdreht. Aber das ist in Ordnung. Okay. So weit kommt er ja zum Glück auch nicht. Mit seinem Strahl. Aber man muss halt schon sagen, das Setting hier an sich, wie man gegen Bowser kämpft, das ist eigentlich super cool. Das ist halt wirklich so einzigartig. Und das ist halt schön. Das wünsche ich mir halt auch für die Zukunft eigentlich. Einfach sowas. Das ist doch viel krasser als sonst die Kämpfe. Klar, auch die anderen Kämpfe waren nicht unbedingt immer schlecht, aber kommt schon. Sie waren halt teilweise wirklich... ja, irgendwie immer das Gleiche. Und hier ist es halt wirklich mal ein bisschen anders da. Das ist halt wirklich cool. Was mich nur nervt, ist, dass er sich jetzt gerade nicht angreifen lässt. Dadurch zieht es sich halt einfach nur. Weil schwer ist dieser Boss halt auch. Scheinbar wieder mal nicht. Greift er jetzt an? Ja. Sehr gut. Oh Gott! Aber ich weiß halt nicht, ob ich ihn mehrmals treffen kann sogar. Das würde mich halt mal interessieren. Alter, ich darf es jetzt nicht versauen. Ich möchte halt auch ungern den Final Boss schneiden. Also so, dass ich halt einfach euch nur zeige, wie ich ihn besiege. Jedes Mal die Sprünge. Das ist halt nicht der Sinn von dem Boss, dass ich euch den rausschneide. Alter, es laggt. Das war leider anfangs vor allem von Fury Bowser, habe ich es mitbekommen. Immer wieder ein großes Problem. Dass das Spiel mit Lags zu kämpfen hatte. So krass wie es aber auch ist, kann ich es leider irgendwo verstehen. Die Switch ist halt nicht die krasseste Konsole gewesen. Ich habe vergessen, dass man hier im Übrigen diese Steine nehmen kann. Sind halt eigentlich übel krass. Wenn man mal ehrlich ist. Weil man kann damit einfach sofort einmal angreifen. Und das ist halt Real Talk echt gut. Okay, jetzt ist es halt ein bisschen blöd. Ach, okay, ich kann sogar damit da rein. Ich dachte, ich werde dann instant getroffen oder so. Aber wenn dem nicht so ist, dann geht's ja. Dreh die Kamera, Mann. Neue Steine, das finde ich gut. Sehr schön. Ja, so können wir den wenigstens wirklich mal ein bisschen beschleunigen. Hätte ich eigentlich die ganze Zeit mal machen sollen. Aber kommt jetzt hier echt nichts weiter? Ich meine, beim letzten Mal hatten wir wenigstens noch so eine krasse Chase mit Plessy. Aber jetzt haben wir ja irgendwie nur das, was wir halt sonst davor auch die ganze Zeit hatten. Ist ein bisschen schade. Aber ich weiß es nicht, ob hier noch was kommt jetzt. Oder ob wir ihn erst komplett besiegen müssen und dann noch was passiert. Wer weiß, wer weiß. Lassen wir uns überraschen. Der Part wird bestimmt auch ein bisschen länger, kann sein. Müssen wir akzeptieren. Ich habe mir halt schon Mühe gegeben, so schnell wie möglich die letzten Shines zu sammeln. Aber logischerweise war das halt auch nicht ganz so einfach immer. Noch einmal, ach komm. Aber ja, ist schon cool, dass man ihn nochmal bekämpft. Um ehrlich zu sein, wusste ich das auch noch, dass man den nochmal bekämpft. Aber ich spoilere halt die LPs nicht. Ich hoffe, dass das auch okay ist. Ja, wollte ich nur mal kurz erwähnen. Weil Spoiler sind halt immer scheiße. Kann man ja nicht anders sagen. Und mit dem Stein besiegen wir den Secret Final Boss. Oder etwa nicht? Ja, die Animation haben wir auch schon mal gesehen. Aber er kommt jetzt nicht wieder, oder? Oder ist das jetzt ernsthaft nochmal der komplett gleiche Boss? Das wäre ein bisschen schade. Ich weiß halt nur, ich wusste halt leider nur, dass es ihn gab, aber ich wusste nicht mehr, wie er ist. Ja, es ist der komplett gleiche Boss noch. Ach, das ist doch Mist. Also Real Talk, warum denn das? Ja, er macht wirklich exakt das gleiche.
Hätte man sich denn da echt nichts anderes einfallen lassen können? Ich meine, ja, schön, der Boss war ja gut, aber... Kommt schon. Ich hätte das gleiche nochmal machen. Das ist halt einfach schade, weil wir es halt schon gesehen haben. Naja, egal, wir ziehen es jetzt durch. Ich brauche ein Item. Sofort! Ist das schwerer als beim letzten Mal? Irgendwie kommt es mir stark so vor. Ich lasse mich ja die ganze Zeit treffen. Der Track ist aber krass. Das mal zu erwähnen. Ach Mann, ich hasse es. Geh doch nicht immer weg. Ja, wie soll ich denn den treffen? Ich muss ja tauchen, hä? Alter, weh, ich treffe den jetzt wieder nicht. Er nervt. Er nervt mich wirklich des Todes. Nicht mehr, nicht weniger. Haben wir alles schon gesehen. Hätte kein Mensch nochmal gebraucht. Real talk. Junge, wird Zeit, Alter. Es nervt. Ich weiß halt auch leider nicht mehr, wie oft ich ihn damit treffen muss. Aber das passt. Ich gebe mir jetzt auch einfach so viele Items, wie ich noch habe, weil warum sollte ich es nicht machen? Ich werde hier ganz bestimmt keinen Tod mehr riskieren, weil ich nicht weiß, was ich dann von vorne machen muss. Und was nicht. Und da hätte ich, um ehrlich zu sein, halt einfach wenig Lust drauf. Ach Mann, du nervst! Nicht mehr, nicht weniger! Du wirst mich eh nicht mehr besiegen. Und wieder springt er weg. Du kannst nicht so schnell tauchen, also ohne Witz, das geht nicht. Geht nicht. Sagt, was ihr wollt, das geht nicht. Wo ist denn der jetzt? Da. Bin eh viel zu langsam. Ach, ist das nervig, ohne Witz. Ach Mann, es kommt auch so unvorhersehbar. Treffe ich ihn? Immerhin. Reicht das? Scheiße, ich brauche ein anderes Item. Ach, es reicht ja noch nicht mal. Ich dachte, es war's. Das war so krass. Ohne Witz. Das muss treffen. Und damit ein weiteres Mal K.O. Ein herzliches Willkommen zurück, Plessy, beziehungsweise Katzenplessy. Schön, dich wiederzusehen. Ja, schade, dass es echt der gleiche Boss ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte man sich damit sogar sparen können. Weil es ist ja dann keine Besonderheit. Sie wollten irgendwie einen Secret Final Boss, aber irgendwie auch nicht, habe ich das Gefühl. Also sie wollten einen, aber wollten sich dafür keine Arbeit machen. Ein bisschen schade. Und auch die Animationen sind ja alle gleich. Das ist übel langweilig, um ehrlich zu sein. Das ist tatsächlich dann am Ende mein größter Kritikpunkt an Bowser's Fury. Ich
Ich lasse es halt jetzt trotzdem mal kurz durchlaufen, weil warum nicht? Ja, das kennen wir schon. Juhu, wir haben gewonnen. Damit haben wir ein weiteres Mario-Spiel abgeschlossen. Ist doch auch schön, oder? Die überspringen wir diesmal aber. Da vielen Dank fürs Spielen. Immer wieder gerne, aber. Weil es macht ja immer wieder Spaß. So, dann zeigen wir unsere Datei. 5 glitzernde Sterne. So muss es sein. Gehen wir mal kurz rein. Nur mal, um so zu sehen, was passiert. Würde mich nämlich mal interessieren. Oder kommt man jetzt auch immer beim Boss raus? Ich weiß es nicht. Nein. Ist jetzt alles chillig? Ist Fury Bowser echt immer noch da? Ja, scheiße. Also sorry, dann verstehe ich den Secret Final Boss erst recht nicht. Ja, okay, dann ist es Real Talk echt lame. Naja, egal. Trotzdem war es ein super Spiel und ein super LP, wie ich sogar finde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte meinen Spaß definitiv. Und wenn ihr die zukünftigen Videos nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Habt dann noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.